Diese Tat wird Perikles rächen. Er wäre stolz auf uns. Hallo. Hab einen guten Tag. Bloß nicht sehen lassen. Mein Leben ist vorbei. Mir bleibt nur noch das Leiden. Wenn ich mehr über dein Leiden weiß, besteht vielleicht noch Hoffnung. Es geht nicht mehr um mich. Ich sorge mich um meinen Sohn. Der Junge braucht seinen Vater noch. Dikaios ist ein kluger Junge. Er wird zurechtkommen. Nicht, wenn es nach meinen Rivalen geht. Hippokrates, es ist unklug, einen Patienten zu verstimmen. Er will, dass ich sein Leben beende. Doch das kann ich nicht. Söldner, bitte hilf mir. Ich leide so furchtbare Schmerzen. Du kannst nicht einfach jemanden bitten, dich zu töten, wenn ich dabei bin. Ich bin dein Arzt und erlaube es nicht. Der Schmerz kann gelindert, die Symptome analysiert werden. Dann versuche ich, dich zu heilen. Der Schmerz gehört dazu. Er erinnert uns daran, dass wir leben und hält uns wach. Ich erlebte viel Schmerz in meinem Leben. Mein eigenes Leiden beunruhigt mich nicht. Doch das gesicherte Auskommen meiner Familie schon. Inwiefern gesichert? Meine Familie gehört zu den reichsten in Theben. Wir haben viele Rivalen. Wenn ich sterbe, wird mein Sohn der Herr des Hauses. Er ist noch ein Kind. Mein Tod darf nicht zu seinem Nachteil ausgenutzt werden. Ich kümmere mich um deine Rivalen. Dein Sohn erhält eine faire Chance. Hab Dank, Söldner. Wenn du ihre Vorräte stiehlst, wird das ihre Stellung schwächen und sie daran hindern, meine Familie zu bedrohen. Es verschafft meinem Sohn Zeit. Was soll ich stehlen? Um sie wirklich zu schwächen, musst du das Schuldenverzeichnis, ihre Pfandscheine und ihre edlen Juwelen stehlen. Wo muss ich hingehen? Ihr Anwesen ist in der Nähe. Es ist eines der am schönsten gestalteten Häuser in ganz Theben. Abgesehen von meinem, natürlich. Warum sie nicht töten und die Bedrohung ganz beseitigen? Geschwächt sind sie keine Gefahr für meine Familie. Wenn sie verschwinden, wird eine andere Familie aufsteigen und zu einer Bedrohung werden. Diese Lösung sichert meine Familie und ihre Stellung ab. Für gewöhnlich bezahlt man mich nicht fürs Stehlen. Doch ich werde es tun. Ich bete, dass Tyche über dich wachen möge, wenn ihm das einen Anflug von Frieden beschert.
Ich habe getan, was du wolltest. Die Position deiner Familie ist fürs Erste gesichert. Du gabst mir Hoffnung, dass mein Name mich überleben wird. Nun bete ich zu den Göttern, dass meinem Sohn ein längeres, gesünderes Leben bestimmt ist. Ich stehe in deiner Schuld. Du schuldest mir nichts. Wirklich. Nun, ich muss dich leider noch um einen anderen Gefallen bitten. Ich weiß, warum du mich bitten willst. Diese Krankheit zerrt mich auf. Ob heute oder morgen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Hippokrates wird nicht tatenlos zusehen. Nein, aber er wird dir zuhören. Wenn du ihn überzeugen kannst, dass es das Beste für mich ist, hilft mir das. Ich will nicht langsam dahinschwinden. Ich will in Frieden sterben. Meine Familie soll mich in gutem Licht behalten. Hippokrates ist stur, aber aus gutem Grund. Er glaubt daran, Menschen zu helfen, nicht ihnen weh zu tun. Ich werde ihn nicht vom Gegenteil überzeugen können. Ich weiß, er meint es gut. Doch für mich gibt es keine Rettung. Dennoch verstehe ich deine Entscheidung. Ich muss jetzt ruhen.